Hallo zusammen, heute sind wir zu Besuch bei Paul Brude. Er ist der Leiter von Krishona Frauenfeld und heute möchten wir zusammen mit ihm darüber reden, was heißt es, einen Auftrag zu gewinnen, um Migranten zu erreichen. So gut, gleichfalls. Paul, ihr habt unglaublich viele gute Initiativen getroffen. Allein schon letztes Jahr mit Kirchen helfen, mit der Ukraine-Krise, vorher mit Salem, mit internationalen Gottesdienst in Thurgau. Ihr habt so viel gemacht, der Not begegnet. Und deswegen stellt sich auch die Frage, hey, müssen sich alle Kirchen wirklich für Flüchtlinge und Migranten sich so engagieren? Ja, Kirchen sollten alle so etwas machen. Sie müssen nicht alle gleich viel machen wie wir. Man hat unterschiedlich viele Möglichkeiten, aber die Not hat uns bewegt, als wir die Flüchtlinge kommen sahen. Und wir sind zutiefst auch ausgerichtet auf Menschen aus anderen Kulturen. Und zwar, weil die ersten Christen, die haben das ja vorgelebt. Die ersten Christen haben gesagt, der Glaube an Jesus ist für alle Menschen von allen kulturellen Hintergründen. Und das war ein Alleinstellungsmerkmal des Christentums. Die heidnischen Religionen haben gesagt, du glaubst an den Gott deiner Kultur oder deiner ethnischen Gruppe. Und die Christen haben da etwas Radikales gemacht. Die haben das überschritten, diese Grenzen. Und wir glauben, dass wir das auch tun sollen in unserer Zeit. Und ein Stück davon sollte eigentlich in allen Gemeinden wirklich gemacht und gelebt werden. Und darum, ja, alle Gemeinden sollten sich fragen, wie möchte Gott uns brauchen, ja, so an diesem war. Punkt. So war, so war. Ja, ihr habt so viele positive Spuren hinterlassen. Danke vielmals. Paul, wie habt ihr so ein Auftragsbewusstsein in eurer Gemeinde entwickeln können? Ja, wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben immer gelehrt über diese Themen. Wir haben zum Beispiel über ganzheitliches Evangelium gesprochen. Wir haben über biblisch verstandene Inklusion gepredigt. Also die Lehre kam und immer flankierend dazu haben wir Projekte gestartet. Du hast immer eine Gruppe von Leuten in der Gemeinde, die gerne mitmacht, sowieso ist selbst motiviert, aber dann braucht man für andere Gruppen, wenn man ihnen eine Herausforderung gibt, Möglichkeiten, dass sie ihrem Wunsch gemäß sich einsetzen können. Und wir haben so diese verschiedenen Projekte, die du erwähnt hast, gestartet und die Leute eingeladen, wirklich sich auf eine kulturelle Erfahrung mit Menschen aus anderen Kulturen einzulassen und zu dienen in dem Bereich. Wow, sehr stark. Also Theologie, wo in eine Praxis hineinführt, auf verschiedenen Leveln, wo wirklich die Leute sich einbringen können. Ganz wow, genau. So stark. Ja. Paul, was hast du für ein inneres Bild, wenn du an eine interkulturelle, dynamische Gemeinde denkst? Ja, ich denke daran, dass wir von den verschiedenen Kulturen gemeinsam Gottesdienste feiern und Gott anbeten und gemeinsam essen. Gastfreundschaft ist etwas ganz Wichtiges in vielen Kulturen und Gott wirkt dort besonders stark. Darum essen wir auch jeden Sonntag gemeinsam und ich glaube ganz fest, dass da die Liebe von Jesus zum Ausdruck kommt. Und Jesus hat ja gesagt, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und diese wirklich praktische Liebe, die auch Opfer bringt, die aber wirklich wahr ist, dass diese sichtbar werden kann in den Anlässen, in den Beziehungen, das ist meine große Sehnsucht, wirklich eine Sehnsucht für meine Gemeinde, aber auch natürlich für die anderen Gemeinden in Europa. So stark, so stark. Danke, Paul. Es geht um Familie, in der Liebe verwurzelt zu sein. Danke, dürfen wir dich besuchen. Und noch gerne. Ein bisschen darüber spüren. Ich habe mich gefreut, dass ihr gekommen seid. Sehr gerne.